Willkommen zur 599. Folge von Minecraft Explorer und wir werden was wagen. Und zwar werde ich doch noch einen hier reingehen. Und dann fangen wir an. Und zwar, ich werde hier auch eine Abgrenzung machen. Doch, sonst machen wir das. Fangen wir an. Eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Obwohl, da war was falsch. Und zwar müssten wir bei 24 das machen. 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 23, 24. Müssen wir gucken. Ist ja auch nur ungefähr, die werden wir zwar ausfüllen, die Fläche, aber später hier noch abgebaut. Okay. Das ist nur zur Kreuzmarkierung. Einfach können wir machen. Das ist doch eigentlich relativ simpel. Wir machen uns jetzt so zwei. Machen wir 2x24 oder 23. Genau, weil wir haben ja noch die anderen Sachen da. Und was können wir wegschmeißen? Das hier, normalen Spaten. Weg damit. Okay. Alles reine Vorbereitung. Genau, wieder Spaten eingesammelt. Ja. Zwar nicht genau da, aber wird schon ausreichen. Gut. Ja, dann machen wir die 23 Felder jedenfalls auf jede Richtung. Okay. Dann machen wir nochmal jetzt 24. Zweimal, da haben wir schon mal eine 24. Und dann werden wir nochmal 24 machen. Bisschen merkwürdig, aber na gut. Das stimmt ja nicht ganz mit der Zählung bei mir, aber es ist 25 in jede Richtung. Ja, okay. Ja, es stimmt nicht ganz, aber. Ich höre jetzt mich. Okay. Und so. Jetzt müssen wir das nochmal hier machen. Müssten genau am Ende von dem Ding kommen. Ja. Da bin ich echt froh, dass der Server momentan nicht laggt, so wie er in den letzten Tagen sonst war. Dass da echt ein bisschen besser aussieht. Ist es der Strand da unten? Das sieht so merkwürdig aus. Dass schon wieder dunkel ist. Wir hatten es doch erst neulich jetzt Tag gehabt. Das ist so unnervig.
Okay. Sieht's aus? Na, geht auch gleich wieder runter. So, dann wieder 2x24. Okay, dann einmal hier richtig so. Wo haben wir es jetzt gemacht? Der Bereich haben wir, diesen Bereich haben wir. Und dann wenn wir hier gehen, oder runterzufallen, bitteschön. Okay, bis da hinten. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus von der Größe her. So, ich kann mal was fragen. Ist Fiete denn online? Dann frage ich mal kurz nach. Ja, genau. Okay, na dann. Fiete ist im Creative Mode. Kann ihm wenigstens nicht passieren, weil er hier teleportiert sich. Wollte ich auch überlegen, ob ich schreibe hier. Passiver auch beim Teleportieren, aber naja. Würde schon aufpassen. Was schreibe ich hin? Ganz viel Erde. So. Und ohne echt geschrieben. Wir haben ja keinen Gänsebraten hier. Ja, kann er holen, wenn er will. Gut. So. Dann haben wir wieder einen Block Erde übrig. Ist aber klar wegen der Ecke. Und dann machen wir jetzt nochmal 2x24. Ich weiß, das ist jetzt auch nicht gerade die spannendste Situation hier, aber ich will halt noch nicht verraten, was es jetzt wird. Und deswegen, ihr könnt ja gerne hier in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt, was es werden soll und wieso ich das mache. Und dann werden wir ja mal morgen sehen, wer denn richtig lag. Also, ich kann euch erstmal sagen, das hier, was jetzt ist, das ist. Ist nur Vorbereitung, aber ihr wisst ja, ihr seht ja die Größe und so. Und ihr, vielleicht könnt ihr euch denken, was hier dann stehen wird. Merkwürdig, aber ist okay. Da kann wirklich Gras über die ganze Sache wachsen. So, jetzt müssen wir gleich sagen, dass er bitte die. So, das haben wir ja gesehen, dass das hier voll gemacht werden, also so richtig ist. Gucken wir mal gerade, ist der denn hier? Jetzt rennt er weg. Haha, dann schreib mal hin. Warum rennst du weg? Fragezeichen. Genau, da. Traurig Smiley Face. Hätte ich noch mal machen sollen. Ah, ich bin überhaupt nicht der Smiley-Freund, also insofern kann man es auch nicht viel erwarten. Und jetzt gerade bin ich auch nicht so der ganz gesprächige Typ, weil ich, wie gesagt, mich konzentriere hier, dass alles klappt einwandfrei. Und kurz Orientierung wiederherstellen. Ja. Ich hoffe es zwar, dass man es nicht sofort entdeckt, die ganze Sache, allerdings, dass es doch gut sichtbar sein wird, die ganze Sache.
Also es müsste eigentlich auch klappen. Von der Entfernung her passt das ganz gut, denn das ist der niedrigste Punkt. Ja, kann man so machen. Kann man so angehen. Hab zwar noch ein bisschen höher überlegt, aber ich dachte mir, ach, zu hoch, da verschwindet wieder alles und dann sieht man es wieder nicht und es wird doch noch ein bisschen höher werden hier alles. Wie hoch sind wir? Ja, es wäre über der Levelgrenze von damals, insofern ist es nur noch gut. Also habt ihr schon mal mitbekommen. Ihr habt ja gerade das gesehen und dann wird es sein. So, komm mal rein. So, Vita hat schon mal angefangen mit der Erde hier. Sehr schön. Ich will mir jetzt auch ein bisschen Erde zur Seite nehmen. Es wird in dem Fall auch dann wesentlich schneller da durchgehen, ja. Ja. Wird schon klappen. Und dann werden wir einfach mal hier mit Erde füllen. Anschließend noch die ganze andere Erde wegmachen. Und ich will nicht so sehr überziehen, das ist jetzt auch nicht das Spannendste. Das wird dann eher wirklich spannend bei der Folge 600, was das denn alles sein wird und wie es entwickelt in der Zeit. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das alles in die Folge 600 reinpasst, was ich vorhabe, aber ich werde zumindest viel versuchen. Und wenn ich sage viel versuchen, wird das wahrscheinlich eine Folge mit Überlänge werden. Da muss ich mir auch noch einen speziellen Tag dann suchen, dass es auch wirklich klappt. Und dann machen wir den Spaß. So. Ist auch so, dass ich, wie gesagt, den Leuten noch nicht Bescheid gegeben habe, was das werden soll. Und weil ich das gerne allein machen würde. Fiete hat mir zwar wirklich jetzt schon arg fleißig geholfen mit den Materialien zu sammeln, aber allerdings, wie gesagt, ich würde es dann halt gerne so machen, dass ich das dann nach meinen Plänen und Vorstellungen das alles, ach Gott, konzipieren kann. Und nicht irgendwie das alles koordinieren muss. Das macht mir dann auch keinen Spaß dann. In Minecraft würde ich dann doch das selber in die Hand nehmen. Auch wenn es vielleicht nicht mal sondern überall ist. So. Fiete macht es auf jeden Fall schon mal fleißig mit. Und. So. Ja, ist wie gesagt jetzt noch reine Erde. Er macht wie gesagt auch hier. Da werden wir ein bisschen beschäftigt sein. Ich würde auch dann sonst bald die Folge beenden. Und wir würden uns dann einfach nächste Woche oder nächstes Mal wiedersehen bei der Folge 600. Und dann wird das hier auch alles fertig sein. Denn für Folge 600 soll gedacht sein, dass das hier, wie gesagt, beendet ich. Dass das alles klappt. Gut. Ah. Die Erde geht immer so schnell, alle. Verdammt. Böse Erde. Du täuschst mich zutiefst. Ich kann mich nicht mehr auf dich verlassen. Du verlässt mich zu sehr. Und hab meine Gefühle. Du Erde. Du Haufen Dreck. Wie du auch genannt wirst. Ich wollte dich nie so nennen. Aber die Gesellschaft wollte es so. Sie wollte, dass du es als Dreck bezeichnet wirst. Und ich habe immer daran gezweifelt, dich so zu nennen. Aber heute hast du mir wieder gezeigt, dass dieser Name mehr als würdig ist. Es ist reinster Dreck, den du mit uns fabrizierst. Und niemand will das wirklich tragen müssen. Wie du uns zum Leiden bringst. Wie du uns zum Weinen bringst. Wie du uns aber auch zum Nachdenken bringst. Und gleichzeitig unseren größten Tiefpunkt erleben lässt. Ja, sorry. War gerade so ein bisschen mit dem Dreck in einem. Siehst du, der ist schon fast fertig, hier eine Stelle. Und. Ja, ich muss auch noch welche aufhängen, davon abgesehen. Um die Uhrzeit! Naja, wann sonst?
bisschen eher vielleicht. Ja, hätten wir machen können. Es geht aber noch von der Uhrzeit heute. Nehmen wir heute ein bisschen eher auf. Und dann werde ich wahrscheinlich offscreen, wie gesagt, das hier noch zu Ende machen. Wieder zusammen noch den Stapel Erde weghauen. Und dann würde ich jetzt gleich sagen, haben wir die Seite auch fertig und dann kommen noch die beiden Seiten. Das geht ja fix. Komm schon, mach schneller. Gott. So. Ich habe mich in den Monitor aus dem ziemlich gut gewöhnt. Also ich habe jetzt, mir kommt es fast so vor, als hätte ich schon immer damit aufgenommen. Das ist natürlich ein bisschen größer. Das Bild ist für mich größer. Trotz gleicher Auflösung, aber naja. Hat auch so leichte Darstellungsprobleme, der Monitor deswegen. Wahrscheinlich, weil ich eine komische Zollgröße genommen habe. Aber na gut. So, ich würde mal sagen, wir machen Schluss für heute. Wir sehen uns bei der Folge 600 wieder. Bis dann, euch dann noch einen schönen Tag. Ja, ich sag mal einfach so, see you next time.